Jetzt muss ich natürlich mein Programm angesichts dieser kurzen Intervention hier sofort umstellen, weil das passt einfach wunderbar und es ist ein Stichwort, wie man es sich nicht besser wünschen kann. Nämlich, dieser Mann macht etwas, er macht Werbung auf sehr unkonventionelle Art und Weise und wenn wir hier dieses Geschäftslokal hier sehen, Weinstein und Felle, ja, von Max Kohn, so war dieses Geschäft da vorne, wo jetzt das Antiquitätengeschäft ist, also das, wo jetzt Antiquitäten dort steht. Es war Max Kohn, das war der Vater vom Robert Kohn, von dem ich Ihnen vorher, von denen ich Ihnen vorher erzählt habe. Und bezüglich Werbung muss man sagen, dieser Max Kohn war vielleicht, wenn wir es einmal so salopp sagen, der Erfinder des Ausverkaufs in der Kremser Landstraße. Nämlich er hat zu besonderen Tagen hat er Werbezetteln produzieren lassen und hat jemanden durch die Landstraße geschickt, um diese Zetteln zu verteilen, dass etwas billiger verkauft wird. Und das war natürlich eine Geschäftspraxis, die damals für die hiesige Geschäftswelt vollkommen neu war. Die waren von den Socken, dass da jemand so Werbung betreibt und so Kunden akquiriert. Und das war natürlich so in der Auseinandersetzung, war das natürlich eine typisch jüdische Praxis, wie man ihm dann vorgeworfen hat. In der Zwischenzeit ohne Ausverkauf könnten wir nicht mehr existieren. Sagen wir so, der Max Kohn hat den Ausverkauf nach Krems gebracht. Das zweite Geschäft, über das ich Ihnen erzählen will, ist unmittelbar davor. Jetzt passt eigentlich auch wunderbar in der Zwischenzeit Max Well. Dazwischen war, glaube ich, da irgendwo der Niedermeyer auch und hat mehrmals schon gewechselt. Damals andere Konfektionsgeschäft, das Geschäft Sachs, das ist von Salomon Sachs, den Eltern von der Mutter von Abraham Nemschitz, die hier ihr Kleidergeschäft hatten. Und um auch so den Zuzug in Krems zu verdeutlichen, der Nemschitz, also der dann die Stefanie Sachs geheiratet hat, ist als Soldat in die Kaserne gekommen in den um die Jahrhundertwende und hat da dann und da die jüdischen Geschäftsleute und Familien haben natürlich immer geschaut, dass sie die jüdischen Soldaten, die eingerückt sind, auch einladen in die Familien. Bei dieser Einladung hat es Folgen getragen und er ist dann hier in der Stadt geblieben. Das Geschäft wurde in den 30er Jahren dann schon aufgelöst, weil es nicht mehr nichts mehr gebracht hat. Die beiden Großeltern Salomon Sachs haben in der Dagsbergsgasse gewohnt und wurden dann nach Terezin, also nach Theresienstadt, deportiert. Das sind jetzt hier nur zwei Geschäfte. Es gibt dann da noch, hat es noch ein Schuhgeschäft gegeben, das Kolb, das muss dort vorn gewesen sein, wo einmal die Fahrradhandlung Scheurer war und wo jetzt, glaube ich, dieser Döner-Kebab drinnen ist, den wir besuchen sollen. Wir sind jetzt hier auf dem Platz der Bürgerspitalskirche, wo sich das ehemalige Ghetto befunden hat. Diese Häuser wurden da bin ich jetzt nicht ganz, aber 15. Jahrhundert abgerissen und hier diese Kirche erbaut. Weil ich immer wieder versuche, auch andere Geschichten zu erzählen, die man sich vielleicht nicht vorstellen kann, wenn sie sich hinter uns befindet sich der Pfarrplatz und am Pfarrplatz wurde März oder Februar 1945 ein Deserteur aus Krems erschossen, ein 18-jähriger Bursch, Richard Ott, der nicht mehr an die Front gegangen ist, bei seinen Eltern versteckt war. Sein Haus war bei der ehemaligen Schiffsstation dort in der Nähe, neben dem Berngruber, wurde von einer Hauspartei denunziert. Er wurde verhaftet. Hier auf dem Pfarrplatz hat sich auch die Polizei
befunden. Er wurde hier durch die Landstraße dorthin gebracht, hat sich losgerissen, ist über den Pfarrplatz gelaufen und wurde direkt vor der Kirche erschossen. Das war ihm also wenige Monate vor Kriegsende. Da das Steinertor jetzt eher eingerüstet ist und man dort nicht so filmen kann und dann jetzt nicht so viel sieht, möchte ich da jetzt einmal vorerst den Punkt machen. Ich habe Ihnen, weil wir begonnen haben mit Wachau, Deutsche Wachau, ein Lied vorgespielt und als die Wachau und nicht nur die Wachau aufgewacht ist, hat es dann in der Kremser Landstraße so ausgesehen. Das ist ein Blick, und zwar aufgenommen ungefähr vom Steiner Tor Richtung, also jetzt zu uns her gesehen. Und die alle Häuser sind beflaggt natürlich mit Hakenkreuzfahnen. Und diese Postkarte hat Schülerin oder ehemalige Schülerin des Gymnasiums, die Erna Wasservogel, an ihren Freund Fritz Karpfen, der bereits in Israel schon war, geschrieben. Und sie hat auf dem Rand dazu geschrieben, also diese Karte ist nach Palästina geschickt worden und hat am Rand dazu geschrieben, die Beflaggung ist ein Zehnfaches davon wie auf diesem Bild. Wenn wir am Anfang, also dieses Geschäft Wasservogel war, wo jetzt, ich glaube, der Zielpunkt drinnen ist, wo früher nach dem Krieg das Steiner Tor Kino drinnen war. Dort war das Elektrogeschäft Wasservogel. Und nur um Ihnen zu verdeutlichen, wie Informationen weitergegeben wurden. Ich habe am Anfang erzählt, dass es ein Attentat gegeben hat 1932 auf christlich-deutsche Turner und hier dann die NSDAP verboten wurde. Es hat damals in noch nicht so viele Telefonapparate in Krems gegeben und die Erna Wasservogel hat irgendeinen Journalisten aus Wien gekannt, der bei der Presse geschrieben hat und der hat, weil er dann, wie er von diesem Attentat berichtet hat, irgendwie diesem durchgeben müssen an seine Zeitung und ist in das Geschäft Wasservogel gegangen und hat von dort telefoniert und hat berichtet über dieses Attentat. Im Jahr 1938, als die Wasservogels verhaftet wurden, wurde das unter anderem ihnen vorgehalten, dass sie antinazistisch schon immer agiert haben und dass man von ihrem Apparat nach Wien telefoniert hat an die Presse, um über dieses Attentat zu berichten. Das heißt, man sieht, wie hier langfristig die Verfolgung agiert hat und welche Blüten das getrieben hat. In der unteren Landstraße gäbe es natürlich noch eine Reihe von Geschäften. Unmittelbar neben dem Steiner Tor hat es eben das Geschäft Neuner gegeben. Dort hat auch die Familie Lambert, also die Familie Kohn gewohnt. Der Samuel Kohn war ein sozialdemokratisches Urgestein in Krems, war in allen sozialdemokratischen Vereinen drinnen, vom Mieterverein bis über, glaube ich, den Arbeiter-Samariter-Bund. Und man muss auch immer wieder die positiven Beispiele erwähnen. Als die Steuerberatungskanzlei Nitecki, also TPA, dort eingezogen ist, habe ich an den Firmenbesitzer geschrieben, ob er davon weiß, dass dort sehr viele jüdische Bewohner waren. Und er hat dann seine Steuerberatungskanzlei mit einer Ausstellung über die Familien begonnen und hat dann ein Gedenkprojekt initiiert. Und wenn man das Steiner Tor wieder ausgerüstet ist, sieht man am Boden auf der einen Seite zur Stadt und auf der anderen Seite zwei Metallkuben, die in die Stadt, also in das Steiner Tor eingelassen wurden. Das ist ein Denkmalprojekt von Leo Zogmeier, wo, glaube ich, an die 400 Personen so eine Deklaration gegen Antisemitismus unterschrieben haben. Und die Idee war, man muss sogar das Wahrzeichen der Stadt Krems ankratzen und quasi bis in die Wurzeln gehen, um hier etwas dagegen zu unternehmen und es zu dokumentieren.
dokumentieren und dass das, dieses Denkmalprojekt möglich war in Krems, ist auch ein Zeichen, dass sich einiges geändert hat und diese Steuerberatungskanzlei hat keine, glaube ich, keine Klienten verloren, weil sie das gemacht hat und manches Mal ist Angst auch eine Ausrede, um nichts tun zu müssen. Und zum Schluss noch, weil einige vielleicht das nicht mehr so wissen, unmittelbar nach dem Steiner Tor hat sich lange Jahre das Brauhof befunden. Jetzt kann man dort noch im Gastgarten sitzen, den Brauhofsaal gibt es nicht mehr. Das war der größte Saal Niederdonaus und dieser Saal ist erst möglich geworden zu bauen, weil die jüdischen Bewohner in dem einen Haus alle natürlich delogiert wurden. Das Haus wurde abgerissen und dann dieser Brauhof Saal errichtet und es hat eine Entschädigungszahlung an nicht an eine Überlebende, weil die hat es dann nicht mehr gegeben, aber an den Staat Österreich selber gegeben, weil die Juden, die nicht mehr Ansprüche geltend machen konnten, weil sie nicht mehr gelebt haben, die wurden in so einer Sammelstelle abgefunden und das Geld wurde dann in einem Fonds eingezahlt und das Bezeichnende ist, dass alle diese Entschädigungen für, wo die Juden nicht mehr gelebt haben, wesentlich höher waren als die Entschädigungszahlungen für Juden, die noch gelebt haben. Also wenn die Juden tot sind, dann ist es leichter, sie zu entschädigen als die noch Lebenden, weil das war auch für hier in Krems für einige, die Ansprüche gestellt haben, nicht so einfach, diese Ansprüche geltend zu machen. Das wäre soweit die Realität nach 45, aber auch ein Beispiel, dass es auch anders geht. Und die jetzt nicht mehr mitgehen bis zum jüdischen Friedhof, denen wünsche ich ein schönes Wochenende. Und wenn das Steiner Tor wieder schön ist, dann mache ich die Runde ganz und dann kann man noch über einige andere Geschäfte erzählen. Und die vielleicht jetzt Richtung Kunsthalle gehen oder wenn sie mal Richtung Kunsthalle gehen, wenn Sie in der Schillerstraße vorbeikommen, dort gibt es eine Bank, die Kremser Bank, glaube ich, ist jetzt eine kleine Filiale. Und wenn Sie dort vorbeigehen, so haben wir, dann können Sie, kommen Sie an dem Platz vorbei, wo der Marillenschnaps erfunden wurde. Und dort war eine kleine Destillerie, die Erwach-Destillerie von David Rachmuth. Und der hat dort also Marillenbrand und Marillenlikör erzeugt. Später hat es dann andere Firmen gegeben, Bailoni und Hellerschmidt. Und da hat es immer die Diskussion gegeben, wer das jetzt erfunden hat. Aber der David Rachmuth mit seiner Erwach-Destillerie war sicherlich einer der Ersten. Und wenn Sie dort vorbeigehen, das Eckhaus vor der Kremser Bank, dort hat der jüdische Rechtsanwalt Brühl gearbeitet und gelebt. Und zum Abschluss jetzt noch eine kurze Geschichte. Als die späteren und jetzigen Bewohner, ich glaube in der Zwischenzeit sind sie gestorben, die jetzt dort wohnen in diesem Haus, die hat dann mir einmal erzählt, in einem Interview, wissen Sie, wie der Tempel geräumt wurde, da sind wir schon auch hingegangen, weil da haben sie auch den David Rachmuth geholt und das wollten wir schon einmal sehen, dass der was arbeiten muss. Das ist die Geschichte von David Rachmuth und seiner Erwach-Destillerie, dass die Bewohner dann zwar erschüttert waren, wie sie dann gesagt haben, mit dem, was mit den Juden passiert ist später. Und die Frau hat dann meine Mutter mal getroffen in der Stadt und hat zu ihr gesagt, ich habe das gelesen, was da in dem Buch steht und so. Und es ist erschütternd, was mit den Leuten passiert ist. Und man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich habe die ganze Nacht geweint. Aber wissen Sie, was ich Ihnen schon sagen muss? Der Brühl war schon ein Saujud. Und das ist die Realität. Manche Leute, da fällt die Maske sehr schnell. Er war deswegen ein Saujud, weil er den angemessenen Betrag für sein Haus verlangt hat, noch in den 50er Jahren.
und die waren halt der Meinung, das hätte man billiger auch erstehen können, und deswegen war das klar, dass das natürlich, wie man ihn dazu bezeichnen hat. Wie ich dann zu ihr hingegangen bin und sie gefragt habe, ob sie, haben wir doch diese Frage sie jetzt, ob sie mir das auch erzählt, habe ich sie angerufen und gesagt, Frau Doktor, Sie haben doch so interessante Erinnerungen. Hat sie gesagt, ja, kommen Sie vorbei. Dann hat sie mir alles erzählt, auch diese Geschichte mit dem Rachmut, ganz ungeschminkt, und sie hat gar nichts dabei gefunden. Dann hat sie gesagt, und das über den Dr. Brühl, das so gut war, das habe ich Ihnen eh schon erzählt. Und da hat sie dann doch die Stimme gesenkt, weil ihre Enkelkinder dabei waren. Und die dann gefragt hat, Oma, was hast du gesagt? Und das war ja schon klar, dass sie das wollte, sie dann doch nicht, dass sie da, dass die das hören. Das ist die Realität. Manche Leute können vielleicht nicht aus ihrer Haut heraus, weil ihre Eltern haben ein kleines Milchgeschäft gehabt, gleich auch in der Schillerstraße, und in diesem Milchgeschäft hast du auch bis kurz vor Kriegsende nur Milch bekommen, wenn du Heil Hitler gesagt hast. Wer so aufwächst, hat es wahrscheinlich auch im späteren Leben nicht ganz leicht. Das ist sind einige Geschichten über Krems, und ich wünsche ein schönes Wochenende. Danke.